Was geht ab, liebe Leute? Damit herzlich willkommen zurück zu Naruto Storm 4. Bevor wir jetzt das nächste Level angehen, ihr seht es schon, ich habe schon einen A-Rang und so weiter, denn ja, die Aufnahme meinte einfach nicht aufzunehmen. Glücklicherweise war das bei einem relativ kurzen Kapitel und nicht wie bei so einem Brocken wie das hier, was bald kommt, Spoiler-Alarm. Wir gehen natürlich jetzt erstmal hier das an und bis zum Ende. Ja. Lasst euch überraschen, aber der Kampf ist ziemlich krass, ziemlich krass. Gai ga kite kurete ru ka? De, Kakashi yo. Naruto wa doko da? Koko de tatakatte iru ndaro? Naruto wa ima betsu no basho de chiryou o ukete iru. Ato wa Naruto tachi ga modoru made 2人 de dekiru kageri jikan kasegi wo suru. Ii na ga? Iya, 1人 de ii. ここからはこの青き猛獣が引き受ける威勢の良さは認めてやるそれだけだおおおきどき so die grüne Bestie gegen Madara Was geht ab jetzt hier? Ja, wie ihr euch vorstellen könnt, hat mich das natürlich ein bisschen abgefuckt. Weil ich war richtig begeistert. Weil es... Ihr werdet schon sehen, also... Ich meine, für die Leute... Oh, shit! Zieht euch das mal rein hier. Für die Leute, die den Manga gelesen haben, die wissen ja Bescheid. Und das ist nämlich das Krasse, was er gerade sagt. Ich habe jetzt nicht mitgelesen, aber irgendwas hat er ja von Taijutsu gesagt. Und das ist halt das ist das Krasse, so was ich an Gai und auch an Rock Lee eigentlich richtig krass finde, dass sie so heftig sind, obwohl die nur Taijutsu haben. Und was natürlich Sensei Gai gegen Madara abgezogen hat. Beziehungsweise gerade jetzt abzieht, ist natürlich ohnehin heftig. Bäm, Junge! Ich nochmal den hinterher. Bam! Hey, ist euch mal das aufgefallen, dass Madara einfach ein Stück Scheiße überhaupt ist, der nur abhaut die ganze Zeit? So, jetzt schmeckt das. Nein! Jetzt greifst du natürlich wieder an. Leck mir doch. Bam, Junge, erwachen. Hoho! Bam, bam, bam. Bam, Junge. Komm, steh doch auf. Steh doch auf, du Lappen. No. Nein, Panzerbrecher, nicht mit mir, zack! Und den Finisher jetzt, und er sitzt perfekt. Ah, das gibt wahrscheinlich wieder nur A. Oder? Wahrscheinlich schon. B nur? Okay, alles klar, okay. Jedes Mal, wenn ich erwachen komme, krieg ich nur B. Ist euch das mal aufgefallen? もう終わりか。大丈夫です。リクか。よかった。間一発だったね。多少は踊れたようだが、俺には通じなかったな。さて、これからどうする？さすがにもう手も足も出ないか。 今の俺で手も足も出ないのなら、次の俺で戦えばいい。それだけだ。どういうことだ？
この葉の青き猛獣は終わり、赤き猛獣となる時が来たようだ。ガイ先生、まさか指紋を。ダメだよ、それは。誰もそんなこと望んじゃいない。あれは君の命を引き換えに。いいえ、俺が望んでいるんです。ガイ先生、ガイ先生にとって今が本当にその時なんですか？ お前はもう見せてくれたからな。え、たとえ忍術や剣術は使えなくても立派な忍者になれることを証明したいですか？まったく、いい目標じゃないか。頑張る価値のあるいい目標だよ。だからお前も自分の道を信じて突っ走ればいい。俺が笑って見てられるぐらいの強い男になれ。 ガイ先生、認めてください。今こそ自分の人道を貫き、守り通す時。この強き体は母からもらった。青春の炎は父からもらった。敗北の悔しさは友からもらった。そして 己の人道を守ることの大切さはお前からもらった。満足だ。あとはそれを最後まで守り通す。リーよ、俺の背を見ておけ。それがお前に課す最後の修行だ。押せ。 証拠りもなく心よ燃えよ、魂よ燃えよ。今こそ自分の大切なものを信じ でも守り抜くとけ。第八問、八問遁甲の陣。 Jetzt geht's nämlich richtig los. Junge. Kann man schon ein bisschen Gänsehaut bekommen? Ziemlich krasser Gänsehaut-Moment. Ey, ich um mein Timing immer mit Y und X zum Ranschnellen, wisst ihr? Das ist oftmals, man sieht es oftmals, dass ich das verkacke. Jetzt hat's mal geklappt. Alter Schwede, bam, 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 Junge. Ja, was ich schon beim ersten Mal zocken dieses Levels gesagt habe, ich find's ein bisschen schade. Ja, jetzt greifst du an, du Stück Scheiße, Mann. Bam. Hohoho. Ich find's ein bisschen schade, dass er sich die ganze Zeit nur in dieser Scheißkugel versteckt. Der Lappen. Komm raus da. Ihr seht schon, ey. Das ist so heftig, wie der abgeht gerade. Und ich sag nur ein einziges Wort, oder? Kaioken, sag ich nur. Ich sag einfach nur Kaioken. Ist nun mal so, also. Es erinnert zumindest an Kaioken. Aber das ist ja sowieso ja ein offenes Geheimnis, dass Dingens. Mann, Junge, das ist so heftig, wie der abgeht. Das, ach, wie heißt der Erfinder nochmal von Naruto? Ich kann mir immer nur den Namen von One Piece Schöpfer merken, oder? Aber dass die beiden
dass die beiden natürlich logischerweise Fans von Akira Toriyama sind und es auch schon mehrfach zugegeben haben. Und es gibt ja auch teils Zusammenarbeiten. Im Shonen Jump und so weiter, im Magazin gab es ja auch Zusammenarbeiten. Aber es gibt natürlich hier und da gibt es natürlich Parallelen zwischen einem Naruto-Charakter oder einem One Piece-Charakter zu einem Dragon Ball-Charakter. Alleine, dass sie unnormal verfressen sind. Dingens. Wie heißt er nochmal? Wie heißt denn der Typ nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Ach ja, Ruffy meine ich natürlich. Das ist Saiyajin-Style, das ist nun mal so. Kann man sagen, was man will, ist ein Fakt. Und auch das Verhalten von Sanji teilweise Frauen gegenüber, das erinnert ziemlich stark ab und zu mal an den guten alten Luden Roshi und so weiter. Aber das ist ja offenes Geheimnis. Und hier, Kaioken, ich weiß nicht. Heißt jetzt nicht, dass er es komplett geklaut hat oder sowas, aber es erinnert halt daran. Und vielleicht ist es ja so ein bisschen, ja, eine Hommage oder sowas. Weiß man ja nicht. Er zeigt dann nochmal, was er drauf hat. Und zieht euch jetzt bitte dieses Boss-Battle rein. Geilste bisher überhaupt, meiner Meinung nach.耐え切ったぞ。この勝負俺の勝ちだ。なんだこの感じは。これがガイの最後の技だ。 体の損傷が進行していない。生きている。ガイは死んでいない。これならまだ。本当ですか？リ君、急いでガイを医療班のところへ。おっせ。誰かがガイを助けた。 この俺にわずかでも脅威を感じさせるものは多くはない。だからこそお前の存在は容易に気づくことができた。何度も何度も貴様は何度俺の邪魔をすれば気が済む。
Uzumaki... Naruto... Yeah, Naruto ist back. Und wie gesagt, ey, es ist so krass. Geil, ist so heftig, wie der abgegangen ist, oder? Krasser Typ, Alter, krasser Typ. Vor allen Dingen auch, wie gesagt, das alles nur mit Taijutsu, Alter. Das muss man sich mal reinziehen, auf diesem Niveau, da mitkämpfen zu können, auf Taijutsu, nur mit Taijutsu. Ich fand auch in der ersten, also in der ganzen Mal Naruto, fand ich auch den Kampf zwischen Rock Lee und Gaara mit einer der heftigsten, finde ich persönlich, weil diese ganze Toröffnungsgeschichte und so weiter, das ist halt krass. Ja. Ja, gut, das dazu. Und wie gesagt, den Finisher jetzt gerade eben, boah, Alter, ich heftig, einfach nur heftig, ja, geil, Sensei-Style, Alter. Und ich muss es immer wieder sagen, man sieht doch, guck mal, das Intro von dem Spiel, diese Finisher, die sind alle auf so einem krassen Niveau, weißt du, wenn das durchgehend bei jedem Video wäre, auf diesem Niveau, das wäre so krass. Ich habe mehrfach schon gelesen, ja, die geilen Cutscenes kommen noch, ja, warum ist es nicht in jede Cutscene ist geil? Damit meine ich nicht, dass in jeder Cutscene 45.000 Explosionen sein können, wenn die sich normal unterhalten, aber auf diesem Niveau, auf dem Qualitätsniveau, man sieht es ja, die können es. Und Naruto ist das einzige Spiel, das ist das einzige richtige Naruto-Spiel, was es gibt für die großen Konsolen. Das wird sich millionenmal verkaufen, die machen Cash ohne Ende damit, weil es einfach auch gar keine Konkurrenz gibt. Und die zeigen es ja, dass sie es auf dem höchsten Niveau können. Warum, wenn sie das auch noch verschieben, gibt es denn nicht diese Cutscenes auf jede Cutscene, jede einzelne Cutscene? Und dann meine ich nicht die Standbilder, sondern auch die Videos, die man zwischendurch sieht. Denn stellenweise, meiner Meinung nach, erkennt man dann deutlichen Unterschied, dass es teilweise ein bisschen schlechter gemacht ist von der Qualität, als dann beispielsweise diese Finisher. Weil die könnte man ja theoretisch immer wieder öfter sehen und das in der Story nur einmal. Aber wie ihr festgestellt habt, wie es auch immer logischer Fakt ist, zumindest in der Story guckt man überwiegend nur, anstatt zu spielen. Und wenn man schon überwiegend nur guckt, warum nicht alles auf höchstem Niveau? Das ist meine Meinung dazu, weil das wird dann automatisch doch direkt viel mehr Spaß machen und es wäre dem Spiel angemessen, finde ich. Es ist nicht, dass es schlecht ist oder so, aber so wäre es besser, meiner Meinung nach. Zumindest ist, wenn man die Cutscenes mit der Spielegrafik nimmt. Denn das mit den Standbildern finde ich persönlich nicht so cool, aber ich verstehe, warum die das nicht anime-mäßig ablaufen lassen. Weil wahrscheinlich die Lizenzen fehlen. Und zweitens, wenn die wirklich den kompletten Anime so ablaufen lassen würden, würde es davon keine Let's Plays geben, weil jedes einzelne Video gesperrt werden würde. Aber, ja, wie gesagt, ist nur meine Meinung. Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall fand ich das krass. Das war's an dieser Stelle. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ihr seht da schon, der Wind heult, der Donner grollt. Der letzte Kampf beginnt. Danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat und ihr mehr sehen wollt von Naruto, lasst auf jeden Fall gerne eine Bewertung da. Wir hören uns. Haut rein und tschüss.